ja, meine Damen und Herren, die Vorentscheidung zu dieser Vorentscheidung ist schon gefallen. Die Karten liegen auf dem Tisch, wie man so schön sagt, und sollen also heute aufgedeckt werden. Ob ein Trumpf dabei ist, wird sich noch herausstellen. 12 Karten, das heißt Lieder, sind beim großen Spiele im Wettbewerb ein Lied für den Haag übrig geblieben. Ich darf den Haag sagen, ja, denn wenn ich jedes Mal, wie es richtig wäre, den Hach mit CH da hinten sage, dann bin ich am Ende der Sendung heiser. Diese Karte zählt übrigens nicht, das ist der schwarze Peter, der bei solchen Wettbewerben immer dann hin und her geschoben wird, wenn unser Lied wieder einmal nicht so gut abgeschnitten hat. Sie wissen, ein Lied kann eine Brücke sein, es gibt aber auch Brücken, die einbrechen. Von 388 eingesandten Musiknummern hat eine neunköpfige Jury unter Vorsitz von Professor Dr. Erich Schulze, dem Präsidenten der SPIDEM, des Spitzenverbandes Deutscher Musik, jene 12 Lieder ausgewählt, die ich Ihnen gleich vorstellen darf. Sie können sich denken, dass dies keine leichte Aufgabe für das Auswahlgremium war. Fast 4 Tage lang hat man Tonbänder abgehört und wie ich erfahren habe, hat es danach noch einige Zeit gedauert, bis die Jurymitglieder wieder in der Lage waren, sich Bänder oder Platten anzuhören. Tonbandscheibenschaden nennt man so etwas, glaube ich. Aber nun zurück zum Verfahren. Jetzt kommt nämlich der Clou der neuen Regelung. Das letzte Wort, welches Lied für die Bundesrepublik Deutschland am Grand Prix Eurovision 1976 in Den Haag am 3. April von diesen vorgestellten Nummern teilnehmen wird, sollen Sie sprechen, liebe Zuschauer. Sie bestimmen letztlich das Lied für Den Haag. Jeder Zuschauer hat eine Stimme. Postkarte genügt. Das soll natürlich nicht ohne Aussicht auf einen eigenen Gewinn erfolgen. Leider sind wir nicht in der Lage, Ihnen Gewinne am laufenden Band in Aussicht zu stellen, auch nicht den ganz großen Preis. Immerhin verlosen wir unter allen, die sich an dieser Abstimmung beteiligen, 12 Farbfernsehgeräte und 120 Langspielplatten. Wie die Postkarte zu beschriften ist und an welche Adresse sie zu richten ist, das sage ich Ihnen am Schluss der Sendung. Gestatten Sie mir jetzt noch eine kleine Anmerkung. Dies, meine Damen und Herren, ist keine Show mit Ballett und Big Band, mit Klimbim oder Klamauk oder gar einem Superschnickschnack. Dies ist eine Sendung mit 12 Liedern, die wir Ihnen in einer ausgelosten Reihenfolge vorstellen werden. 12 Lieder, die sich in einem harten Wettbewerb miteinander befinden. Einem Wettbewerb, in dem Sie, die Zuschauer, den Sieger bestimmen. So, jetzt geht's aber los. Die Startnummer 1 hat Tina York gezogen. Ihr Lied heißt Das alte Haus. Text und Komposition von Frank Corneli.
Tina York besang das alte Haus, Komposition und Text Frank Corneli. Das war die Startnummer 1. Und nun zum Lied Nummer 2. Thomas Alva Edison, die Love Generation, mit einer Komposition von Günther Erik Töner, Texter Erich Ofirowski, unsere Nummer 2. Ganz genau vor 100 Jahren kam der erste Ton in deine kleinen Hütte aus dem Kohlemikrofon. Und ein Jahr später brachtest du die Menschheit um den Schlaf mit deiner Sprechmaschine, dem ersten Phonograph. In dunkler Nacht ein heller Sonnenstrahl. In meiner kleinen Kammer fandest du des Pudels Kerl die allererste Glühlampe. Soweit also Vorschlag Nummer 2, Thomas Alva Edison mit der Love Generation. Es ist eine Komposition von Günther Erik Töner mit dem Text von Erich Ofirowski. Wichtig ist, dass Sie sich die Nummer des Liedes merken, des Liedes, das Sie zum Favoriten küren. Eine Nummer 3 stünde für Lena Valaitis und das Lied Du machst Karriere. Die Autoren sind Hans-Georg Moslehner, Komposition, und Wolfgang Mührmann, Text. Als wir uns trafen, da sah ich dich immer nur lachen. Heute lachst du selten, doch dafür sprichst du nun 10 Sprachen. Mein Freund heißt Einsamkeit, denn du hast keine Zeit. Das ist mal anders gewesen. Mein Gesicht in deinen Büchern nicht, hast unsere Träume zerlesen. Go!
bist in Eile, ich reich dir am Tor noch die Tasche. Richte die Fliege und klopf dir vom Anzug die Asche. Du aber merkst es kaum und murmelst wie im Traum Zahlen und teilst sie durch sieben. Flüchtig ein Kuss beim Gehen und dann auf Wiedersehen. Mehr ist vom Glück nicht geblieben. So, Lena Valaitis hat ihren Auftritt hinter sich. Die entsprechende Nummer für dieses Lied Du machst Karriere von Hans-Georg Moslehner und Wolfgang Mühemann wäre die 3. Und weiter in der ausgelosten Reihenfolge. Als Lied Nummer 4 stellen wir vor Der Jahrmarkt unserer Eitelkeit. Komponiert von Horst-Heinz Henning und Text Christine Neuhausen. Und es singt nicht, wie Sie vielleicht gelesen haben, Bill Ramsey, sondern Bruce Lowe, das Lied Nummer 4. Wir zeigen alles auf dem Jahrmarkt unserer Eitelkeit. Wir zeigen alles, was wir haben und noch mehr. Wir finden alles, was wir denken, selber sehr gescheit. Und wir bewundern, was wir sagen, selber sehr. Wir zeigen alles auf dem Jahrmarkt unserer Eitelkeit mit einem unwahrscheinlich schönen Selbstvertrauen. Um zu begreifen, was uns fehlt, fehlt uns in unserer Zeit nur leider die Philosophie von einem Clown. Um zu begreifen, was uns fehlt, fehlt uns in unserer Zeit nur leider die Philosophie von einem Clown. So macht man selber sich was vor. Ach, hätte man doch mehr Humor. So sagte einst schon der Homer. Wär Selbsterkenntnis halb so schwer. Wir zeigen alles auf dem Jahrmarkt unserer Eitelkeit. Wir zeigen alles, was wir haben und noch mehr. Wir finden alles, was wir denken, selber sehr gescheit. Und wir bewundern, was wir sagen, selber sehr. Wir zeigen alles auf dem Jahrmarkt unserer Eitelkeit mit einem unwahrscheinlich schönen Selbstvertrauen. Um zu begreifen, was uns fehlt, fehlt uns in unserer Zeit nur leider die Philosophie von einem Clown. Um zu begreifen, was uns fehlt, fehlt uns in unserer Zeit nur leider die Philosophie von einem Clown. Man findet sich ganz einfach gut, zieht vor sich selbst sehr tief den Hut, nennt Namen und die Titel auch, dabei sind die nur Schall und Rauch. Und so vergessen wir, dass wir nur kleine Rädchen sind, in dem unendlich großen Räderwerk der Zeit. Und unsere großen Töne, die verweht ein kleiner Wind mit uns vom Jahrmarkt unserer schönen Eitelkeit. Und unsere großen Töne, die verweht ein kleiner Wind mit uns vom
am Jahrmarkt unserer Eitelkeit. Startnummer 4 für Bruce Lowe und das Lied Der Jahrmarkt unserer Eitelkeit. Eine Komposition von Horst-Heinz Henning und Christine Neuhausen. Das Lied Nummer 5 heißt Wenn du so bist wie dein Lachen. Komposition Ina Dehter, Text Ina Dehter, Interpretation Ina Dehter und sie begleitet sich noch auf der Gitarre selbst. Hier ist die Nummer 5, Ina Dehter. Wenn du so bist wie dein Lachen, das war ein Lied von und mit Ina Dehter. Und gleich weiter zur Startnummer 6. Karl-Heinz Barbo hat ein Lied eingereicht mit dem Titel Komm, geh mit mir. Wort und Musik sind von ihm. Interpretiert wird das Lied Nummer 6 von Nina und Mike. Komm, geh mit mir an den Ort, wo das Leben lohnt.
uns ziehen, wo Liebe, Glück und Frieden wohnt. Niemand wird unserem Glück im Wege stehen, sind wir erst einmal dort, wird es schön, so wunderschön. Soweit also Karl-Heinz Barbos Lied Komm, geh mit mir, gesungen von Nina und Mike. Mit dieser Nummer 6 wäre eigentlich Halbzeit, wir machen aber ohne Pause weiter, denn jetzt kommt Applaus für ein total verrücktes Haus. Eine Komposition von Werner Twardy mit Text versehen von Dieter Liffers. Hier ist Maggie May, die Nummer 7. Die Italiener schwammen groß auf ihren Mann.
Nummer 7 auf der Postkarte wäre Ihr Votum für dieses Lied von Bernhard Wardi und Dieter Liffers. Applaus für ein total verrücktes Haus, gesungen von Maggie May. Wenn Sie nun das nächste Lied, die Startnummer 8, haben die Les Humphrey Singers gezogen. Ihr Lied heißt Sing, Sang, Song, komponiert von Ralf Siegel, Text Kurt Herter. Sing song, song, 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 come on, sing with me and sing it back to the sun. Sing song, song, sing song, song, sing song, sing song, song, sing my singing band. Sang Song, das Lied Nummer 8 mit den Les Humphrey Singers. Kurt Herter und Ralf Siegel haben diese Musiknummer eingereicht. Und gleich weiter zu Erin Shear, der Interpretin des Liedes Nummer 9, Einmal Wasser, einmal Wein, komponiert von Günther Erik Töner, getextet von Erich Ofjurowski. Nummer 9. Sonne in mein Leben. Es gab nur noch die Liebe für uns zwei. Ich glaubte schon, das Glück bleibt da für immer. Doch du gingst und sagtest nicht goodbye. Einmal Wasser, einmal Wein, einmal Ja und einmal Nein.
morgen grüßt die Sonne mich von dir. Dann blühen in meinem Garten wieder Rosen. Du bist wieder da und bleibst bei mir. Einmal weiter, einmal bei, einmal traurig, einmal glücklich sein. Einmal Regen für uns zwei, einmal Sonnenschein im Mai. Heute Fremde, die vorüber gehen, morgen Freunde, die sich gut verstehen. Einmal Wasser, einmal Wein, einmal Ja und einmal Nein. Einmal Ja und einmal Nein. Günter Erik Töner und Erich Ofiorowski sind die Autoren dieses Liedes. Iron Shear sang mit der Nummer 9, einmal Wasser, einmal Wein. Und nun zum letzten Viertel. Ich bitte noch um Ihre Aufmerksamkeit für drei Lieder. Zunächst für die Nummer 10, für eine Komposition von Wilton Kullmann. Sie sehen und hören jetzt die Meeting Point. Nummer 10. Es ist ein Mensch, wie die Mutter liebte. Es ist ein Mensch, wie mit Kindern spielte. Es ist ein Mensch, wie von Freude lachte. Ein Mensch, wie an Asche dachte. Es ist ein Mensch, wie man lieb umarmte. Es ist ein Mensch, der an Freude hatte. Ein Mensch, den Freude schmiedte. Es ist ein Mensch, der das Glück erzielte. Es ist ein Mensch, der vom Sturm getrieben. Es ist ein Mensch, der geschwitzt geblieben. Ja, es ist ein Mensch, der am Boden kauert. Es ist ein Mensch, der Momente schauert. Ja, es ist ein Mensch, in der Hunger peinigt. Es ist ein Mensch, der den Wasser schüßt. Es ist ein Mensch, der im Elend leidet. Ja, es ist ein Mensch, dessen Augen schweigen. Es ist ein Mensch, der um Gnade bittet. Es ist ein Mensch, der vom Grauen flüchtet. Es ist ein Mensch, wie die Ängste plagen. Ein Mensch, den die Feinde schlagen. Es ist ein Mensch, den die Fesseln schinden. Es ist ein Mensch, der den Schmerz nicht bittet. Ein Mensch, dessen Wunden tut es. Es ist ein Mensch, den die Menschen bittet. Es ist ein Mensch, so heißt dieses Lied von Wilton Kullmann. Sie hörten die Meeting Point,
Das war die Nummer 10. Und jetzt zur vorletzten Vorstellung, zur Nummer 11. Der Titel, Der Star, er singt Tony Marshall, Komponist und Texter wieder in Personalunion, diesmal Detlef Petersen, die Nummer 11. Du kennst sein Gesicht, seinen Namen, den Geburtstag weißt du im Schlaf. Sein Bild hängt in deinem Zimmer, er lächelt zu dir herab. Jetzt sitzt du in dem Konzertsaal, auf der Bühne, von dem du so oft geträumt hast, und das Licht geht für ihn an. Wunderbar, wunderbar, wunderbar singt er seine Lieder, nur für dich, so scheint es dir, und du hörst sie immer wieder. Wunderbar, wunderbar, wunderbar sind all seine Lieder. Noch einmal erklingt die Musik, du schaust ihn an und singst leise mit. Er ist kein Held und kein König, kein Bettler und kein Scharlatan. Von allem ist er nur ein wenig, drum bist du in seinem Bann. Ins Publikum wirft er die Blumen, es klatscht und jubelt ihm zu. Eine Rose hältst du in den Händen und fühlst dich mit ihm per Du. Wunderbar, wunderbar, wunderbar singt er seine Lieder, nur für dich. So scheint es dir, und du hörst sie immer wieder. Wunderbar, wunderbar, wunderbar sind all seine Lieder. Noch einmal erklingt die Musik, du schaust ihn an und singst leise mit. Wunderbar, wunderbar, wunderbar singt er seine Lieder. Nur für dich, so scheint es dir. Und du hörst sie immer wieder. Wunderbar, wunderbar, wunderbar sind all seine Lieder. Noch einmal erklingt die Musik, du schaust ihn an und singst leise mit. Aber nichts weißt du von seinem Herzen, und du glaubst, alles ist wunderbar. Denn du siehst ihn nur im Glanz der Bühne, und dort ist er und bleibt er, der Star. Der Star. Sie denken bitte daran, wenn Sie Ihre Wertung vornehmen, wesentlich für uns bei der Auswertung ist die entsprechende Nummer. Wenn Sie also auf der Postkarte die Nummer 11 notieren, heißt das, Sie haben sich für Tony Marshall und sein Lied Der Star entschieden, Komposition und Text von Detlef Petersen. Und nun zum letzten Vorschlag in dieser Konkurrenz. Die Startnummer 12 wurde ausgelost für Piera Martel. Sie singt ein Lied von Jürgen Triebel und Horst Herbert Krause. Es heißt Ein neuer Tag, die Startnummer 12. Die Dunkelheit steht vor dir so wie eine Wand. Du liegst wach in deinem Bett, fühlst dich einsam und es wärmt dich keine Hand. Und du glaubst nicht mehr an morgen, glaubst die Dunkelheit wird niemals mehr vergehen. Doch die Sonne wird bald scheinen und im Licht wirst du dann alles anders sehen. Anders sehen. Tiefen schwarzen Nacht, ein neuer Tag mit Licht und Wärme, neuer Hoffnung, das würdig das Glück ein Land, ein neuer Tag.
Schatten fliegen schnell davon, so wie ein leichter Luftballon. Ein neuer Tag, er grüßt dich schon. Eine Liebe ist zerbrochen und es schmerzt, wenn man ein Stück von sich verlor. Irgendwie ist alles anders und es kommt dir beinahe wie ein Albtraum vor. Die Gedanken irren weiter und du lebst nur noch von der Vergangenheit. Doch die Nacht wird bald vergehen, jeder Schmerz verheilt ganz langsam mit der Zeit, mit der Zeit. Ein neuer Tag erhebt sich langsam aus der Stille einer tiefen schwarzen Nacht. Ein neuer Tag mit Licht und Wärme, neuer Hoffnung, dass für dich das Glück ein Lacht. Ein neuer schnell davon, so wie ein leichter Luftballon. Ein neuer Tag, er grüßt dich schon. La 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 la. Ein neuer Tag. Jürgen Triebel und Horst Herbert Krause schrieben dieses Lied, das Piera Martel sang, Ein neuer Tag, die Startnummer 12. Und jetzt in einer Übersicht alle 12 Titel, alle 12 Interpreten und die entsprechenden Startnummern. Mit Nummer 1 stellten wir vor Das alte Haus, gesungen von Tina York. Die Nummer 2 war die Love Generation, Thomas Alva Edison. Als dritter Vorschlag Du machst Karriere, gesungen von Lena Valaitis. Dann die Startnummer 4, Der Jahrmarkt unserer Eitelkeit, es sang Bruce Lowe. Wenn du so bist wie dein Lachen, die Nummer 5, gesungen von Ina Deta. Dann mit der Nummer 6, Komm, geh mit mir, die Interpreten Nina und Mike. Siebter Vorschlag, Applaus für ein total verrücktes Haus, Maggie May. Sing, sang, song war das Lied Nummer 8 mit den Les Humphrey Singers. Dann Einmal Wasser, einmal Wein, die Nummer 9 mit Irene Shear. Lied Nummer 10, Es ist ein Mensch, Interpret die Gruppe Meeting Point. Dann der Star, Tony Marshall, sang mit der Startnummer 11. Und der letzte Vorschlag schließlich, Ein neuer Tag, gesungen von Piera Martel. So, meine Damen und Herren, das waren also alle 12 Lieder, die zur Wahl stehen. Wenn Sie sich bei der Abstimmung beteiligen wollen, müssen Sie sich für eine dieser 12 Nummern entscheiden. Und zwar für jene, die nach Ihrer Meinung beim Grand Prix Eurovision 1976 die größte Chance hat, für die Bundesrepublik einen guten Platz zu erreichen. Sie muss nicht nur, diese Nummer meine ich, Ihnen gefallen, sondern vor allem vor einer internationalen Jury bestehen. Denken Sie bitte daran, wenn Sie die Wertung vornehmen. Und senden Sie uns dazu eine Postkarte ein, die folgendermaßen handschriftlich beschrieben sein soll. An den Hessischen Rundfunk, Kennwort Grand Prix Eurovision 1976, Postfach 1, 6000 Frankfurt Main 1. Auf den dafür vorgesehenen Platz tragen Sie bitte Ihren Namen und die Adresse ein. Darunter schreiben Sie bitte die Nummer, und zwar nur die Nummer des Titels, der Ihrer Meinung nach die Bundesrepublik in Den Haag vertreten soll. Und wiederum darunter setzen Sie bitte Ihre Unterschrift. Ohne Unterschrift hat Ihre Karte keine Gültigkeit. Aus technischen Gründen sind nur Postkarten zugelassen, also keine Ansichtskarten und auch keine Briefe. Teilnahmeberechtigt ist jeder Bürger der Bundesrepublik Deutschland, soweit er sich nicht augenblicklich im Ausland aufhält. Das heißt, die Postkarte muss also in der Bundesrepublik abgestempelt sein. Einsendeschluss ist bereits der kommende Dienstag. Das ist der 3. Februar 1976, Datum des Poststempels. Wie gesagt, unter allen Teilnehmern an dieser Abstimmung verlosen wir diese 12 Farbfernsehgeräte und dazu noch 120 Langspielplatten.
Und jetzt noch ein Wort an die Fanclubs. Jeder der teilnahmeberechtigten Zuschauer hat nur eine Stimme, die er durch seine Unterschrift unter der von ihm gewählten Nummer bestätigt. Wichtig ist, bitte achten Sie darauf, die Postkarte muss handschriftlich ausgefüllt sein und mit einer Unterschrift versehen sein. Sonst ist leider keine Wertung möglich. Ich glaube, ich habe das Wesentliche jetzt gesagt. Vielleicht noch der Hinweis, dass wir am 18. Februar 1976 abends im ersten Programm um 21 Uhr den Sieger vorstellen. Ebenfalls die übrigen 11 Titel in der gewählten Reihenfolge. Ja, das wär's. Ich wünsche jetzt Ihnen und uns viel Glück bei Ihrer Titelwahl. Auf Wiedersehen.